Moin moin liebe Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge vom Trailer Shop Simulator. Ich habe von meinem restlichen Geld noch ein bisschen was zu essen und trinken gekauft. Wir müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen, um über die Runden zu kommen. Irgendeiner hat euch hier auch meine Glasscheibe kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wer es war. Finde ich eine Frechheit, so zu randalieren. Den werden wir schon kriegen. Ja. Ein bisschen Geld verdienen. Dieser dritte Tag ist bald vorbei. Und am fünften Tag kommt die Mafia zu Besuch. Mal gucken, wie das wird. Ob wir uns mit unserer Knarre hier verteidigen können. Ups. Entschuldigung. Ich habe 10-mal Traumblätter und 10-mal saures Getränk gekauft, wobei ich von den sauren Getränken 2 getrunken habe. Deswegen hoffe ich, dass wir da ein bisschen Plus noch reinkriegen. Irgendwie 340 hatte ich am Anfang noch. Am Anfang der Folge. Ja, ist das schon eine letzte Kunde? Ja. Auf Wiedersehen. So, dann kaufen wir wieder ein bisschen ein. Ist ein bisschen mager das Angebot, aber ich muss erst mal ein bisschen Geld machen hier. Komm, was soll ich das großartig sortieren hier? Oder? Kann ich auch eine Flasche raufstellen und eine Dose? Den Rest kann ich auch aus den Kisten nehmen. Neuer Tag. Jo, warum wird das gleich so dunkel hier? Licht, hallo? Aha. Ich sehe gar nichts. Ich nehme mal eine Dose für mich. Und auch eine Flasche für mich. Kleinen Moment. So. Und draußen ist das so hell und hier ist es total dunkel. Warum? Habe ich keinen Strom mehr? Muss ich Stromrechnung bezahlen? Nee. Das ist wäre was Neues. Mal kurz gucken. Laptop funktioniert noch. Service? Öffentliche Einrichtung. Kreditprogramme. Muss ich dafür in den Keller gehen? Zum Teufel mit deinen Preisen. Leck mich doch. Wir wollen das kaufen. Zieht jetzt so ein bisschen an der Reputation hier alles, das Ganze. Nehme ich aber in Kauf. Ich möchte wissen, was die Mafia macht. Ob die hier ins Fenster kommt, ob die in den Keller einbricht und ich sie verteidigen muss. So, die nächste Ladung ist da. Diesmal haben wir Bier und Traubenblätter. Da stehen sie schon Schlange hier bei mir. Was ist da denn los? Der ist leer. Zweimal Traubenblätter. Es tut mir leid, Leute, dass es so dunkel ist gerade. Aber ich habe keine Ahnung, worin das liegt. Leute, es ist stockdunkel. Ich sehe hier nichts mehr. Das kann doch nicht sein. Was muss ich tun, damit ich oben Licht habe? Schrank. Gibt es hier sowas wie Lampen? Eine Taschenlampe. 300, ey. Was ist das? Laufzeit. Es gibt hier keine Lampen. Ich weiß nicht, warum das bei mir oben so dunkel ist. Guck, ich sehe nichts mehr. Da steckt doch bestimmt die Mafia hinter. Die haben mir den Strom abgestellt. Hundertprozentig. Ich sehe echt nichts. Ich sehe nur leichte Umrisse. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger als ich. Bier? Ja, hier irgendwo. Was? Ja, dann kauf woanders. Lass mich in Ruhe.
Hat das was damit zu tun, dass hier kein... Glaube ich nicht. Als wenn da kein Sonnenlicht mehr reinkommt. Das ist doch Verarschung. Was ist das? Reinigungsmittel. Jetzt muss ich wahrscheinlich das hier kaufen zum Korb für 600. Und hier immer Reinigungsmittel oder was? Wir kaufen den Scheiß. Und reinigen mal unsere Scheibe. Wenn wir denn was sehen. Aber es wird dadurch ja nicht heller. Kein Stück. So. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, die Scheiben sollten wieder sauber sein. Licht geht immer noch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich habe so ein paar Probleme. Bin ich ganz ehrlich. Das läuft ja alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh Mann. Aber an der Tageszeit kann das auch nicht liegen, weil es den ganzen Tag dunkel war. Woran liegt das? Bin ich zu doof für dieses Spiel? Ist es das? Bin ich einfach unfähig, hier so einen Laden zu führen? Wieso? Bestraft mich dieses Spiel so. Ich meine, draußen ist es auch dunkel, aber es war mal hell. Ich begreife das nicht. So, jetzt setze ich mich hier in mein Lager. Mit der Knarre. Und warte auf die Mafia. Da sieht man nichts bei OBS. Es wird auf jeden Fall wieder heller draußen. Hier drinnen kann ich auch schon ein bisschen mehr sehen. Aber man muss doch Licht anmachen können. So. Kommt her. Ihr Schweine. Neuer Tag. Wo seid ihr? Was passiert jetzt? Bist du zur Mafia? Ich mach ihn mal auf. Und der Tag ist lang, ne? Wieso ist die Scheibe schon wieder schmutzig? Oder war sie die ganze Zeit schmutzig? So, hier unten. Das sieht doch schon besser aus. Ups. Wo sie? Nehmen. Entschuldigung. Haben mich selbst erschreckt. Man sollte nicht linke Maustaste drücken, wenn man die Waffe ausgerüstet hat. Keine gute Idee. Fensterscheibe ist schon wieder schmutzig. Also irgendwelche Kinder randalieren hier. Mach mal Laden schmutzig. Die Mafia kommt auch nicht. Echt enttäuschend heute alles. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich muss hier im Dunkeln arbeiten. Meine Fenster sind ständig schmutzig. Alles kaputt hier. Und für so einen Saftladen zahle ich auch noch Miete. Was? So, der Tag ist auch schon wieder gleich halb rum. Die Mafia war immer noch nicht da. Oder meinen die damit alle 5 Tage, dass der am 6. Tag kommt? Ist das möglich? Die Frage ist ja, wenn mich die Mafia angreift, wo macht sie das? Macht sie das vom Schaufenster aus? Macht sie einfach nur die Scheibe kaputt? Oder versucht sie mich wirklich zu killen? Muss ich mich verteidigen? Und was passiert, wenn ich einfach mich im Keller verstecke? Fragen über Fragen. Es wird schon wieder super dunkel.
Ich sehe schon wieder nichts. Das ist auch ein Scheißspiel. Es gibt mir hier auch nochmal ein ganzer Turm mit Traubenblättern um und ich sehe nicht, wo sie hinfallen. Also dieses Spiel hat noch einiges vor sich. Ist hier was drinne? Ja, irgendwas ist da drinne. Man kann ja auch nicht schlafen bis zum nächsten Tag oder so, ne? Nee, man muss hier in der Dunkelheit spielen. Man muss einfach. Man kann eine Taschenlampe kaufen. Für mehrere hundert Dollar. Was ich vielleicht auch mal machen müsste. Weil das ist ja hier sinnlos. Das ist sinnlos. Komm, wir machen. Nee, drei. Scheiße! Jetzt habe ich es weggekippt, ne? Ist das da noch drinne? Oh, ich habe so viel weggeschmissen. Aber wenn ich mir die Taschenlampe kaufe, dann habe ich sie ja in der Hand. So als hätte ich die Pistole in der Hand. Und dann kann ich schon nichts mehr machen. Oder? Oder ist sie automatisch aktiviert, wenn ich L drücke oder so? Aber komm, was soll der Scheiß? Wir probieren es aus. Ja, siehst du, das meine ich nämlich. Man muss euch auch noch Batterien. Alter. Cool, ich kann jetzt zwei Taschenlampe anmachen. Aber ich kann hier nichts mehr anderes machen. Ne? Wenn ich das nehmen möchte. Oh, das geht doch noch. Ja, gut. Ich habe zwar die Hälfte meiner Waren weggeschmissen, so ungefähr. Batterie kann man hier unten sehen. 93, 92. Aber gut, dann ist das jetzt eben so. Wo ich hier gar nichts mehr sehen kann. Ich muss jetzt kurz selbst was essen. Guck, ich habe gar keinen Platz mehr jetzt. Ich kann jetzt nichts mehr hier reinpacken. Das heißt, ich muss erst die Taschenlampe wegwerfen, bevor ich was essen kann. Und jetzt muss ich die Taschenlampe wieder suchen. Ganz ehrlich, ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe die Taschenlampe nicht mehr. Ich hab sie doch hier hingelegt. Leute, ich hab hier gerade Stress. Da ist das Brett. Ist sie irgendwo hingerollt? Es kann doch nicht sein. Ich hab nur noch ein saures Getränk. Warum willst du zwei haben? Die ist weg. Die ist weg. Ich wurde gerade um 300 Dollar betrogen. Ich meine, ich sehe so leichte Umrisse vom Boden. Aber hier liegt nichts drauf. Sie ist einfach verschwunden. Das finde ich eine richtige Frechheit. Traumblätter habe ich, glaube ich, nur noch einmal. Ne, hier ist auch einer. Jetzt kann man hier so ein bisschen Mondschein. Aber jetzt, ein bisschen Mondschein ist da. Aber keine Taschenlampe in Sicht. Keine Ahnung. Dann wird das hier die letzte Folge vom Spiel. Ja, wenn ich schon so beschissen werde. Ich sollte was essen, okay. Geht gleich los. Ich meine, das Spiel ist zwar vielleicht ganz witzig, ja. Aber da muss noch einiges gemacht werden. Ist zwar ein netter Shop-Simulator, aber ich glaube, da gibt es deutlich bessere. Ja, wie lange warten wir jetzt noch? Wir denken bestimmt, hier wohnt keiner, weil hier kein Licht brennt. Gucken hier durchs Ladenfenster. Und sehe nur eine kaputte und dreckige Scheibe. Kein Licht. Sonst nichts.
Und sie ist aber weitergelaufen. Es wird wieder heller. Hier haben wir noch Dose runtergefallen. Und sofort hier wieder volles Haus. Die nichts kaufen wollen. Ich würde gerne hier nachladen. Nachladen. Was passiert denn hier? Hallo? Spinnt ihr? Ich möchte nachladen. Ich habe hier Munition gekauft. Nachladen. Geht nicht. Ebi. E. Nachladen ist E. Oh, jetzt ist hier aber echt... Oh, daneben. Wie viel halten die denn aus? Das war's. Ein Schuss noch. Kann ich von hier aus was kaufen? Ich muss in den Keller gehen. Kurzes Päuschen. Moin Jack, ich brauche ein bisschen Munition. Geh mal her hier. Oh, meine Reputation sinkt aber richtig. Kleinen Vorrat. Moment, einen kann ich noch mitnehmen, ne? V. So. Okay. Gehen wir wieder nach oben. Ah! Wie viele sind denn noch da? Oh. Und das alle 5 Tage? Pass mal auf, um meine Kundschaft zu abzuknallen. Wir kommen da gleich mal raus. Noch einer, ey. Immerhin ist meine Scheibe wieder sauber. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Die haben mir alles kaputt gemacht. Du willst jetzt noch was kaufen? Verschwinde! Gut. Ich würde die Folge und damit auch die Let's Play-Reihe hiermit beenden. Ihr habt gesehen, was passiert mit der Mafia. Ich habe darauf keinen Bock, jetzt 5 Tage darauf hin wieder weiterzuarbeiten. Ja. Hier kann man bestimmt auch einiges machen, ja, wenn man hier erstmal so eine schöne Küchenzeile hat und sowas. Aber mir fehlt da einfach die Motivation zu. Gerade jetzt mit dem Licht, wenn es alles stockdunkel ist. Taschenlampe ist hier immer noch nicht. Sie ist einfach weg. Sie ist einfach weg. Und wenn ihr nichts seht, ist das auch Quatsch. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem ein Like da. Wir sehen uns dann in einem anderen Video. Ja? Bleibt gesund, auf Wiedersehen. Ciao.